Nach dem Russland Grand Prix geht es ab nach Japan und damit hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einer weiteren Folge der F1 Grand Prix Vorschau. Heute mit der Vorschau für den anstehenden Japan Grand Prix. Die Streckendetails. Am 13. Oktober beginnt die 46. Ausgabe des Japan Grand Prix. Bei vielen Fahrern ist die Strecke sehr beliebt. 1965, 1970, 1974 und 1978 bis 1986 fand kein Japan Grand Prix statt. Die Rennstrecke verfügt insgesamt über 18 Kurven, 8 Linkskurven und 10 Rechtskurven. Vom Start bis zur Kurve 1 sind es 545 Meter. Auf der gesamten Rennstrecke fährt man viermal im achten Gang. Insgesamt 48 Gangwechsel gibt es pro Runde, zusammengerechnet 2544 im Rennen, also deutlich weniger als beim vergangenen Grand Prix in Russland vor zwei Wochen. Die Boxengasse hat eine Länge von 413 Meter und dort wird höchstens 80 km/h gefahren. Die Wahrscheinlichkeit auf eine Safety-Car-Phase liegt bei 56%, der Vollgasanteil liegt bei 70%. In den bisher 45 Ausgaben des Japan Grand Prix gewann 17 Mal der Pole-Sitter, was einer Quote von 37,7% entspricht. Der Bremsenverschleiß wird als niedrig angegeben und der Reifenverschleiß als hoch. Gefahren wird 53 Runden lang im Uhrzeigersinn bei einer Gesamtrenndistanz von 307,471 Kilometer. Die Streckenlänge beträgt 5807 Meter. Die einzige DRS-Zone ist auf der Start-Zielgeraden bis Kurve 2. Die Siegerstrategie von 2018 war eine Soft-Medium-Strategie von Lewis Hamilton. Schnellster Pilot im Feld war Kimi Räikkönen mit 318,5 km/h. Die schnellste Rennrunde ging an Sebastian Vettel mit einer 1:32.318 gefahren in Runde 53. Lewis Hamilton führte 2018 den gesamten Japan Grand Prix an. Schnellster Boxenstopp war der von Lewis Hamilton. Seine Zeit war eine 22,614 in Runde 24. Seine Standzeit war eine 2,31. Die schnellste Standzeit schaffte die Crew von Kimi Räikkönen mit einer 2,24. Die durchschnittliche Geschwindigkeit des Siegers lag bei 211,358 km/h. Der Rundenrekord im Rennen ist eine 1:31.540, gefahren von Kimi Räikkönen aus dem Jahre 2005 mit seinem McLaren Mercedes MP420. Der Rundenrekord in der Qualifikation fuhr Lewis Hamilton 2017 mit einer 1:27.319 mit seinem Mercedes W08. In Japan werden die Mischungen C1, der harte Reifen, C2, der Medium und C3, der softe Reifen gefahren. Wer welche Reifen für das Wochenende gewählt hat, könnt ihr hier in dieser Grafik sehen. 2018 wurden die Mischungen Supersoft, Soft und Medium gefahren. Wichtiges zum Setup. Aufgrund von 6 Richtungswechsel braucht der Bolide ein gut ausbalanciertes Setup. Aber auch der Grip ist wichtig. Der Reifenverschleiß ist wegen dem rauen Asphalt ziemlich hoch. Schwierige Kurven. Kurve 2. Der Fahrer kommt mit hoher Geschwindigkeit angeschossen, bremst hart und muss den Ausgang optimal treffen. Andererseits landet man im Gras. Kurven 3 bis 6. Hier sollte man die Kurvenscheitel optimal treffen und der Bolide bleibt im fünften Gang. Kurven 8 und 9. Hohe Geschwindigkeit, Rechtsknick, hart anbremsen, Vorsicht vor dem Kies auf der linken Seite und weiter Vollgas. Kurven 13 und 14. Auf keinen Fall zu einem Überholmanöver ansetzen, da es nicht klappen wird. Der Zeitplan. Hier sind die offiziellen Trainings-, Qualifikations- und Rennzeiten. Besondere Vorkommnisse in Japan. 1976. Im strömenden Regen von Fuji beschließt Niki Lauda, seinen Ferrari nach zwei Runden wegen der Sicherheit abzustellen und den WM-Titel aufzugeben, den McLaren-Pilot James Hunt dann um einen Punkt gewinnt. Er wurde im finalen Rennen Dritter. 1989. McLaren-Fahrer Alain Prost führt die 47. Runde des Japan Grand Prix vor Teamkollege Ayrton Senna an, der wiederum vor der letzten Schikane einen Überholversuch wagt. Der Franzose zog in dessen Spur, es kam zur Kollision und er schied aus. Senna wurde mit Hilfe der Streckenposten wieder zurückgeschoben, musste aber die Schikane auslassen. Am Rennende gewann der Brasilianer zwar das Rennen, wurde aber wegen Hilfe der Streckenposten und des Auslassens der Schikane disqualifiziert. Alessandro Nannini im Benetton gewann das Rennen. Senna bekam zusätzlich eine 100.000 $ Strafe und eine 6-monatige Sperre. 2000. Nach den WM-Titeln 1994 und 1995 in Benetton hat es Michael Schumacher endlich geschafft. Er wird zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister und das erste Mal im Ferrari. Nach 21 Jahren wird ein Ferrari-Fahrer wieder Weltmeister. 2005. McLaren-Pilot Kimi Räikkönen startete als 17. in das Japan-Rennen. Er schaffte es in der letzten Runde noch, Renault-Pilot Giancarlo Fisichella zu überholen und sich den Sieg zu schnappen. 2012. Sauber-Pilot und Lokalmatador Kamui Kobayashi schaffte es in seiner Heimat auf den dritten Platz. Der erste Japaner auf einem Podest seit Takuma Sato 2004 in den USA. 2014. Ein sehr trauriges Vorkommnis, das sich vor wenigen Tagen zum fünften Mal jährte. Marussia-Pilot Jules Bianchi rutscht in der 41. Runde im Regen von Suzuka von der Strecke und krachte in das Heck eines Bergungsfahrzeugs, der gerade dabei war, den Sauberpoliden von Adrian Sutil zu bergen. Nachdem er medizinisch versorgt wurde, kam es dann zur Operation und er wurde ins Koma versetzt. Am 19. November berichteten seine Eltern, dass er nicht mehr im künstlichen Koma liegt und eigenständig atmen konnte. Am 17. Juli 2015 starb der Franzose dann an seinen Verletzungen. Noch vor seinem Unfall schloss er für 2015 einen Vertrag mit Sauber ab, der noch nicht bekannt gegeben wurde. 2015. Daniel Kwiat fuhr im dritten Teil der Qualifikation in seinem Red Bull RB11 auf die Haarnadelkurve zu, verlor wegen Berührung mit dem Gras die Kontrolle über seinen Boliden und überschlug sich. Glücklicherweise ist ihm nichts passiert. 2018. Sebastian Vettel versuchte noch vor
vor der Spoon-Kurve innen an Max Verstappen vorbeizukommen, doch das geht schief und der vierfache Weltmeister dreht sich weg. Am Ende wird er nur Sechster. Die bisherigen Sieger des Japan Grand Prix. Die Liste befindet sich ganz oben in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.